herzlich willkommen bei Himmlisch. Ich zeige euch heute das Rezept von meinem Bananenbrot. Ein Bananenbrot ist ja kein richtiges Brot im klassischen Sinn, sondern ja eigentlich ein Kuchen. Ich finde es immer ganz cool, wenn man Bananen zu Hause hat, die so in diese Richtung gehen, wie dieses Exemplar hier. Also das, wo dann wahrscheinlich schon die wenigsten jetzt zugreifen und sagen, eine Banane. Also wenn Bananen ja schon so braun werden, sind sie ja innen drin immer noch gut und ultra süß. Umso dunkler, umso süßer werden sie. Und bei uns gibt es meistens dann ein Bananenbrot, wenn Bananen weggehören. Und ich zeige euch heute meine Kreation vom Bananenbrot. Ich habe mir dazu vorbereitet geriebene Mandeln, geröstete Haselnüsse im Ganzen. Die kommen nachher ins Brot rein, bis ein bisschen ein Crunch ist. Mehl und Backpulver, das ist Dinkelmehl, Kokosfett, Eier, Bananen und Milch. Da könntet ihr jetzt zum Beispiel auch keine Kuhmilch nehmen, sondern eine Hafermilch, Reismilch, was auch immer. Und es funktioniert eigentlich ganz einfach. Ich werde mir das alles nur in diesen Mixer hier zusammenschmeißen und das zusammen gatschen, mixen und dann kommt es schon in den Ofen. Zuerst die Milch, die Eier. Dann schäle ich mir da jetzt die Bananen rein. Na, also man sieht, die ist echt noch gut innen. So, die kommt rein. So, und drei Bananen kommen rein und die eine hebe ich mir auf. Die nehmen wir später dann fürs Brot noch zum Verzieren. So. Dann die Nüsse. Mehl. Ihr könnt jetzt das Mehl auch ganz weglassen und stattdessen einfach nur mehr Nüsse nehmen. Und das Kokosfett. So. Und das Ganze wird jetzt einfach miteinander vermixt, bis alles, bis so eine homogene Masse entsteht. Das am Strom steckt. So, jetzt. Dann werde ich mir jetzt noch meine Kastenform ausfetten. Ihr könnt euch jetzt im Prinzip nehmen, welche Form auch immer ihr halt wollt. Klassisch, glaube ich, ist es einfach in so einer Kastenform. Das tue ich mal ausfetten. Und dann ein bisschen Mehl rein. Oder Brösel oder was auch immer ihr halt habt. Und dann schaue ich nur, dass das überall, wo Fett ist, dass das auch benetzt ist mit Mehl. Und dann gebe ich mir einfach, wenn das in der Form drinnen ist, noch die Haselnüsse drüber. Und die tue ich mir nur so ein bisschen mit der Teigkarte nur so ein bisschen reinarbeiten. So. Und als letztes kommt jetzt obendrauf noch eine Banane. Die schäle ich mir. Und dann halbiere ich die Banane jetzt in der Länge. Dann kommt die Banane jetzt einfach noch so ins Brot reingedrückt. Schwupp. Und das kommt jetzt in den vorgeheizten Backofen, 180 Grad, so für eine Stunde. Und ich zeige euch dann, wie es aussieht, wenn es fertig ist. Ich hatte das Bananenbrot jetzt für eine Stunde im Backofen. Und habe es jetzt auch schon so 10 Minuten, Viertelstunde heraus, und das ein bisschen auskühlt. Ich werde euch das jetzt auch noch zeigen, wie es ausschaut, wenn man es anschneidet. Sieht man jetzt ganz gut. Also man sieht jetzt schön die Haselnüsse drinnen, die angeschnitten, die ganzen. Und es ist total saftig. Also es ist wirklich so zum Essen voll gut. Natürlich, man kann da jetzt auch Marmelade drauf schmieren oder Ricotta drauf schmieren oder so essen.
Also ganz wie man mag. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und natürlich auch, wenn ihr mir einen Daumen da lasst und den Kanal abonniert. Bis bald. Tschüss.